Ein Strom in Sibirien ist gewaltiger als der Jenissee auf dem Weg zu den Meeren des Nordens. Der Fluss und die Menschen, die an ihm leben. Zu Gast bei Jägern in einsame Wildnis. Im Sommer im Land der Tuwinen, die sich ihrer Tradition besinnen. Die Suche nach Gold, das war einst die Sache der Sträflinge. Sommertage in Sibirien, die russische Lust am Leben. Flussaufwärts am Jenissee. Keine Straße, nicht einmal der Pfad eines Jägers führt ins Quellgebiet. Landung direkt an der mongolischen Grenze. Ringsum Wildnis, kein Dorf, keine Stadt. Ein bisschen ist strittig, welcher der Bäche zum großen Strom werden soll. Andrei, der mitgereiste Jäger, weiß es genau. Da, das ist der Jenissee. Wir befinden uns irgendwo hier an dieser Stelle, fast ein Kurort hier. Es gibt Thermalquellen, die 70 Grad warm sind. War die Grenze immer so offen wie jetzt, auch in der Sowjetzeit? Es gibt jedoch keine Leute. In der Sommerzeit stellten sie früher ein paar Grenzposten auf. Das ist alles. Heutzutage kommt keiner mehr hierher. Eine Grenze so entlegen, dass ganz gegen alle russische Gepflogenheit der Natur die Bewachung überlassen bleibt. Der spätere Strom als schmaler Bach, so wechselt der Jenissee ins russische Imperium. Und irgendwo dort im Bergmassiv der Mongolei hat er seine Quelle. Der Jenissee, über 4000 liegt im Herzen Asiens. Die Reise beginnt im Quellgebiet. Als großer und kleiner Jenissee kommt er über die Grenze der Mongolei. Zusammenfluss in Kyzyl, der Hauptstadt von Tuwa, als Republik ein Teil Russlands. Dort, wo er sich im Gebirge nach Norden wendet, in Stauseen gezähmt. Zu Schiff von Abakan nach Krasnojarsk, der alten sibirischen Metropole. Nördlich davon die geschlossene Plutoniumstadt Krasnojarsk 26, das Ende der ersten Etappe. Die Einsamkeit eines Paradieses, wo der Jenissee seinen Weg beginnt. Die ersten Menschen, auf die er trifft, muss man lange suchen. Landung auf dem Eis, das dick genug ist, den Hubschrauber zu tragen. Schon nach 100 Kilometern ist aus dem Bach ein Fluss geworden. Jäger, die über Wochen in der Wildnis leben. Auf dem Buran, dem Motorschlitten, bringen sie ihre Beute heran. Der Hubschrauber soll sie in die nächste Stadt bringen. In den Säcken sind Fische, tiefgefroren bei klirrender Kälte. Lohnender sind die Zobel, die André von Freunden übernimmt. Ein Fell bringt 100 Dollar auf der Auktion. Und was bekommen Sie? Für uns ist es viel weniger, zwischen 1000 und 2000 Rubel. So viel bekommen die Jäger. Reicht das zum Leben?
Es reicht gerade. Mit dem, was der Jäger in 3 Monaten erjagt, muss er das ganze Jahr auskommen. Denn er findet ja keine andere Arbeit. Es reicht für Mehl, für Benzin. Das ist natürlich hart. Aber man kann hinkommen. Ein Blockhaus am Rande der Ewigkeit. Hier wollen wir bleiben. Gastgeber Wladimir lädt zum Willkommensschluck. Nicht Wodka, nach der Art des Landes. Kumpane Jewgeni hat den Bohrer schon angesetzt. Das Eis 1 Meter dick, das Wasser darunter frisch aus dem Gebirge. Die erste Kostprobe am Jenissee. Trinken Sie. Man kann nicht einmal sagen, dass es kalt ist. Es ist einfach gut. Besser als Wein. Ich würde nicht sagen, dass es besser als Whisky ist. Doch für die Gesundheit ist es sicher besser. Whisky gibt es auch am Abend nicht, aber ein warmes Feuer und heiße Diskussion. Die unendliche Geschichte vom Schicksal Russlands. Hader mit der Obrigkeit, Gesetze, die lästig sind. Legal kann man hier doch gar nicht existieren. Nur illegal. Sie haben gesehen, dass der Hubschrauber unsere Fische mitgenommen hat. Weil wir Angst haben, dass man sie bei uns hier findet. Das kostet 200.000 Rubel Strafe. Dabei fangen wir doch nur, um unsere Familien zu ernähren. Und die Hoffnung, dass die Demokratie besser wird mit Putin? Ich finde nicht, dass die Demokratie bei uns real ist. Unter uns gesagt, es geht bereits zurück. Die Herrschenden kriegen leise alles wieder in den Griff. Das riecht nicht nach Demokratie. Jäger in der Einsamkeit. Aber sie sind wach genug, um den Weg Russlands zu verstehen. Das traurige Lied vom Alltag. Kein Hindernis für fröhliche Gastfreundschaft. Dort, wo die Strömung stark ist, gefriert der Fluss nicht einmal im tiefen Frost. Im Sommer aber ist er noch tückischer. Nach der Schneeschmelze ein reißendes Gewässer, schiffbar nur jenseits der Stromschnellen. Die Reise zu entlegenen Dörfern am Oberlauf schließt deshalb den Landweg ein. Der allerdings hat es in sich. Weiter im Boot, 300 Kilometer von der Quelle entfernt, liegen die Dörfer der Altgläubigen. Schon in der Zarenzeit flohen sie in die Einsamkeit. Eine Landschaft, auf der ein Zauber liegt, fern jeder Regierung und fern dem süßen Gift der Zivilisation. Man nennt sie Altgläubige, weil sie an alten Traditionen orthodoxen Glaubens festhalten. Dazu als Gottesgebot die Regeln, kein Kaffee oder Tee und schon gar kein Wodka. Freudig begrüßt im Dorf, allein von den Tieren. Die Bewohner fürchten die Kamera, denn auch Radio und Fernsehen gehören in das Sündenregister. Die Landwirtschaft wohl geordnet, wie selten in Russland. Einer war schließlich bereit, mit uns zu sprechen. Jerofimow erklärt das Geheimnis seiner Gemeinde.
Die Arbeit, das ist unsere Tradition. Alles hängt vom Menschen ab. Unsere Religion gebietet zu arbeiten. Das wird weitergegeben von Generation zu Generation. In der Stadt ist das anders. Da gibt es Straßen und man verlässt sich auf andere. Hier aber kann man sich nicht auf andere stützen. Man muss alles selbst machen. Wir sind weit ab vom Schuss. Sie haben ja selbst gesehen, wie schwer es ist, hierher zu kommen. Könnte Ihr Leben ein Rezept sein für das künftige Russland? Die Zukunft Russlands. Was soll ich sagen? Ich kann nur für uns hier sprechen. Hier weiß man, dass man viel arbeiten muss. Wenn du arbeitest, bekommst du etwas. Ohne zu arbeiten, kommst du nicht durchs Leben. Ein russisches Utopia. Aber ohne Tee und Wodka, was wäre das für ein Russland? Ob Sommer oder Winter, es ist ein fremdes Russland, das der Jenissee an seinem Oberlauf durchfließt. So entlegen, dass keine Eisenbahn dorthin führt. Tuwa heißt die Region, die Heimat des Volkes der Tuwinen. Ein Land der Mythen und Legenden, das auf andere Götter hört. Und wie Sendboten dieser Götterwelt die Herde wilder Yaks. Wir sind näher am Himalaya und an Tibet als an Moskau. Das ist ihre stumme Botschaft. Der Jenissee, befreit von der Maske des Winters, zeigt sein Gesicht. Wenn er die tuwinischen Steppen erreicht, ist er schon ein weiter Strom. Seine Ufer waren über Jahrtausende die Bühne großer Geschichte. Einfallstor der Eroberer aus der Mongolei und China, auch die Horden von Genghis Khan zogen über sie hinweg. Schließlich kamen die Bolschewiken. Kyzyl, die Hauptstadt der Republik Tuwa. Erkennbar, wer für die Stadtgeschichte die Patenschaft übernimmt. Lenin, der vorgab, die Völker befreien zu wollen, wies den Weg in die Tyrannei. Der schönste Ort der Stadt, das Museum. Eine Fundstelle für Archäologen und Völkerkundler. Steinerne Boten aus der Geschichte von Jahrtausenden, in denen das kleine tuwinische Volk unter Okkupanten litt. Die letzten Wunden schlug die Herrschaft Stalins. Konin Lobsan ist schamanischer Priester und Professor, der mit den Worten eines Weisen spricht. Am Himmel gibt es große und kleine Sterne. Wenn sie alle leuchten, wird der Himmel reich und schön. Wenn man aber all diese großen und kleinen Sterne beseitigt, wird der Himmel zu einem schwarzen Himmel. Deshalb müssen auf der Erde große und kleine Völker leben. Der Mensch ist das Wichtigste. Das ist der größte Reichtum des Erdballs. Die Kommunisten haben den Reichtum genommen und die Kultur verwüstet. Tausende von buddhistischen Priestern und Schamanen erschossen, ihre Tempel verbrannt. Die Nomaden der Steppe wurden in Kolchosen gezwungen. Und schließlich legten die Kommunisten auch den Jenissee in Ketten. Dort, wo er einst durchs Gebirge nach Norden stürmte, heute ein gewaltiger Stausee, 400 Kilometer lang. Eine Fähre, der letzte Übergang, bevor sich der Fluss im See verliert. Ein Ort, wo sich Lust und Arbeit paaren. Das Beladen bringt genauso viel Spaß wie die Überfahrt.
Kapitäne auf großer Fahrt. Kein Motor, die Kraft des Flusses schiebt das Gefährt ans andere Ufer. Zeitlose Technik von den Vorfahren überliefert. Die Horde reitet zur Attacke. Aber sie sind nur das Begrüßungskommando für die Gäste. Im Dorf Alekhem ist großes Kolchosenfest. Der Betrieb hat sich um die Ziegenzucht verdient gemacht. Nun folgt die Ehrung, so wie es in der Sowjetunion Sitte war. Scherten, Prämien und Geschenke. Die Kollegen spenden solidarischen Beifall, der Bürgermeister ist voller Stolz. Ist es nicht bei Ihnen ein bisschen wie in der Zeit des Kommunismus? Jetzt ist es noch viel schöner. Schon im Februar haben wir mit der Vorbereitung des Festes begonnen. Jetzt zeichnet gerade der Vorsitzende der Bezirksverwaltung die Ziegenzüchter aus. Auch aus dem Ministerium sind hohe Leute gekommen. Er zählt die lange Liste der Ehrengäste auf. Aber am wichtigsten ist der Besuch aus der Hauptstadt, die Helden des tuwinischen Nationalsports. Die Regeln sind einfach. Die Kämpfer müssen sich auf den Füßen halten. Wer den Boden mit einem Körperteil berührt, hat verloren. Ringkampf ist die große Leidenschaft im Land. Kein Frust beim Unterlegenen. So ringt ein Volk, das den Frieden liebt. Das Fest eine Symbiose von alter Sitte und Kolchos-Tradition. Am Ufer der Stausee. Ein menschenverlassenes totes Meer, kein Schiff, das die Reisenden mit nach Norden nimmt. 400 Kilometer weiter nördlich, der Damm, der die Kraft des Jenissee in elektrischen Strom verwandelt. Der Baubeginn 1961, ein Projekt der Khrushchev-Ära. Die Zeit, in der die USA Rivale und gleichzeitig Vorbild waren. Dabei ging es in all jenen Jahren darum, die Überlegenheit des kommunistischen Systems zu beweisen. Ein gigantisches Projekt, für das der Jenissee die Zeche zahlt. Der Eingriff hat Folgen. Hunderte von Kilometern hinter dem Damm friert der Fluss nicht mehr zu. Auch nicht im tiefsten Winter. Die aufgewirbelten Wassermassen haben das Klima verändert. Die Winter sind wärmer geworden und an den Ufern liegt viel weniger Schnee als früher. Das Gebirge, ein Engpass, bevor sich der Weg nach Sibirien öffnet. Ein kostbares Gebirge, dargeboten als Geschenk der Natur. Weißes Gold. Millionen Tonnen Marmor, wie Geologen berechnet haben. Doch der Ort liegt still, als ginge es gar nicht darum, Schätze zu bergen. Eine Handvoll Arbeiter, die sich daran gewöhnt hat, ein halbes Jahr auf den Lohn zu warten. Die Maschinen verschlissen, ein einsamer Kampf Mensch gegen Stein. Mavlid arbeitet schon 35 Jahre hier und kennt bessere Zeiten. In der Sowjetzeit waren wir ein großes Unternehmen. Das war weltbekannt.
Sie kannten es in Westdeutschland und in Ostdeutschland, sogar in Italien. Da arbeiteten hier 1800 Leute. Alles lief sozusagen wie geschmiert. Und heute sind wir bankrott. Nach dem Ende der Sowjetunion wurden sie Spielball der Privatisierung, ausgeplündert von den Direktoren. Nun fand sich ein neuer Investor, von dem man weiß, dass er großen Bedarf an Marmor hat. Andrei, der Geologe des Betriebes, hofft auf die Hauptstadt. Die Moskauer Stadtregierung will investieren. Wie? Sie sind an der Außenstelle des Moskauer Bürgermeisters? Die Stadt ist jetzt zu 75% Eigentümer des Unternehmens geworden. Wir gehören der Stadt Moskau. Unser Marmor hat gute Qualität, bis zu 500 Euro pro Kubikmeter. Was wir jetzt losbrechen, ist für die Bauten in Moskau bestimmt. Moskau, die einzige Metropole mit eigenem Steinbruch. Man ahnt, dass der Bürgermeister dort noch viel vorhat mit seiner Stadt. Am Fuß der Marmorberge die Boote im Nebel. Bei 30 Grad minus dampft der Fluss. Der russische Mann ist kein Schönwetterangler. Der wichtigste Tag des Jahres in Abakan, die erste große russische Stadt am Jenissee. Junge Leute, die das Ende der Schulzeit feiern. Straßenparade à la USA. Am Abend in der Schule das große Abschiedsfest. Vergessen der Kommunismus und die wirren Jahre danach. Sie sind die neue Generation. Erinnerungsbilder vom Aufbruch in ein anderes Russland. Heute ist das Ende der Kindheit. Und was weiter? Ein Studium. Wir werden uns anstrengen, um an einer anständigen Universität zu landen. Ich werde in Abakan bleiben. Mir gefällt die Stadt. Sie ist grün und sauber. Die sauberste aller Städte. Und dazu noch ruhig. Aber kalt ist es hier. Das sind wir gewöhnt. Ich werde Wirtschaft studieren. Wird es schwierig? Ja, sicher. Es wird viel schwieriger werden als an der Schule. Aber ich werde mir Mühe geben. Ich will, dass das Beste daraus wird. Glauben Sie, dass Sie später Arbeit finden werden? Ja, ich denke, dass es klappen wird. Der Blick in die Zukunft und auf der anderen Seite die langen Schatten russischer Geschichte. Einer in der Stadt spürt noch ihren Bann. Begegnung mit Alexei Lebed, Gouverneur in Abakan, Bruder des mutigen Generals und Politikers, auf den viele Hoffnung setzten, bis er bei einem Unglück ums Leben kam. Der Präsident ist auch dabei. Alexei Lebed sieht auf ihn mit Besorgnis. Auf dem Tisch die Verfassung. Der Gouverneur fürchtet, dass sie entwertet wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin selbst kein großer Demokrat, wenn ich meine Herkunft sehe. Ich war 23 Jahre beim Militär. Vielleicht kann ich mich deshalb leichter damit abfinden, wenn demokratische Errungenschaften abgebaut werden. Dennoch muss man sagen, dass es nicht gut ist, wenn die Regierung die Regionen nicht mehr achtet und auch nicht unabhängige Parteien. Die letzten Parlamentswahlen waren offensichtlich für das demokratische System ein Fiasko, mit dem Ergebnis,
dass das politische Spektrum ärmer wurde. Nachtleben in Abakan. Es ist still, weil die Menschen kein Geld haben fürs Restaurant. Am Tisch mit Gouverneur Lebet, der den gleichen Mut wie sein Bruder hat und genau wie der Krieg für ein Unglück hält. Auch den Krieg in Tschetschenien. Irgendwie hat sich Afghanistan ausgewirkt. Es war nützlich, dort im Krieg zu sein, um zu begreifen, was das ist, Frieden, und was das ist, Krieg. Ich bin der Auffassung, dass es besser ist, ein Problem auf friedlichem Weg zu lösen. Krieg ist eine langwierige Sache. Wenn ein Krieg einmal angefangen hat, ist es eine lange Sache. Stecher ins Hinterland, zu den legendären Schätzen Sibiriens. Schon im 19. Jahrhundert wurde hier Gold gewaschen. Doch der Reichtum hat dem Land kein Glück beschert. Und schon gar nicht den Menschen. Stalin machte die Goldgräbersiedlung Artjomos zu einem Straflager für 12.000 Gefangene. Mit Hacken und Schaufeln holten die Häftlinge das Erz aus dem Berg. Viele blieben, als die Lager aufgelöst wurden, auch die Eltern von Viktor Bautin. Ich bin hier geboren, weil meine Eltern und Großeltern hierher gebracht wurden. Das war in der Zeit des stalinschen Terrors in den 30er Jahren. Meine Eltern kamen als Kinder hierher. Mein einer Großvater war Gerber und hatte eine kleine Lederfabrik. Mein anderer Großvater war Bauer. Deshalb wurde er verfolgt, weil er Bauer war. Auslöschung des Bürger- und Bauerntums. Die Nachfahren stehen vor den Ruinen. In Zeiten der Marktwirtschaft ist die Mine nicht mehr rentabel. Kein Geld, um nach neuem Gold zu forschen. Nicht nur das Werk, auch seine Menschen sind ins Abseits geraten. Nur die alte Waschanlage ist noch in Betrieb. Sie holen den Abraum der vergangenen Jahre aus den Maschinen, um ihn ein zweites Mal auszuwaschen. Resteverwertung. Zwei Kilo Gold im Monat und auch das nur auf begrenzte Zeit. Wir leben zwischen Glauben und Verzweiflung. Warum ist es so schwierig? Ich weiß es nicht. Das allein ist schon schwierig zu sagen. Es hängt alles von der Regierung ab. Von uns hängt es nicht ab. Die Regierung, der Präsident, so wie sie entscheiden, so wird es. Das Wasser rinnt, aber glitzernder Reichtum stellt sich nicht ein. So wie es ist, sind sie abgeschrieben. Wieder marode Maschinenpark. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Konkretes kann ich schon gar nicht sagen. Wir leben und werden sehen. Fürs Erste haben wir noch Arbeit. Ihre Vorväter waren Stalins Gefangene. Sie selbst trifft kaum ein besseres Los. Weiter auf dem Jenissee nach Norden. Wieder ein Stausee von fast 400 Kilometern Länge. Zwei Tage unterwegs mit Kolja, dem Kapitän, und Vagif, der als Wissenschaftler untersucht, wie Staudämme den Fluss verändern.
Am Abend ein Gespräch über technischen Fortschritt. Vagif klagt, dass der Jenissee die Kraft zur Selbstreinigung verloren habe. Auf keinen Fall durfte man so gewaltige Staumauern errichten. So groß, 100 oder 200 Meter hoch. Es entstanden riesige Stauseen, in denen das Wasser praktisch steht. Wie geht es weiter mit dem Fluss Jenissee? Wird das Wasser für Fische besser werden? Die letzte Konferenz der Wissenschaftler kam zu dem Schluss, dass das Leben der Fische nicht besser wird. Stehendes Wasser und dann kommen noch ungereinigte Abwässer dazu. Der gesamte Fischbestand im Krasnojarsker Stausee ist von Krankheiten befallen. Ein anderer Preis für die Flussregulierung, die Schifffahrt kam zum Erliegen und Kolja erinnert an die untergegangenen Dörfer. Morgen kommen wir an einen solchen Ort. Die ehemaligen Einwohner trauern immer noch. Sie haben Sehnsucht nach dem Dorf, in dem sie gelebt haben, der Welt ihrer Kindheit, nach den Gräbern der Familien. Dreimal im Jahr fahren sie mit Booten dorthin. Und zum Gedenken an das versunkene Dorf haben sie ein großes Kreuz auf einen Berg gestellt. Das Kreuz für ein Dorf, das vor 300 Jahren gegründet wurde. Der Text auf dem Sockel sagt, den Menschen, die hier lebten, ein ewiges Angedenken. Der Stausee im Winter. Eine Wüste aus Schnee und Eis. Jenseits des Damms wird der Jenissee wieder ein Fluss, an seinem Ufer die Stadt Krasnojarsk. Fast 400 Jahre alt, doch eine Stadt, die in sowjetischer Zeit ihr historisches Gesicht verloren hat. In unmittelbarer Nachbarschaft, streng abgeriegelt, das Kombinat Krasnojarsk 26. Alles geheim. Doch die Steine zeigen, dass hier junge Menschen ums Leben kamen. Opfer des ehrgeizigen Programms, die Sowjetunion mit Atomwaffen aufzurüsten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Tyrann auf dem Höhepunkt seiner Macht. Doch Atomwaffen hatten zunächst nur die Amerikaner. Ein Mammutprojekt sollte den amerikanischen Vorsprung einholen. Propagandakampagne für den Einsatz in Sibirien. Heldenbilder von den Pionieren, die Krasnojarsk 26 errichten. Baubeginn 1949. Für schwere Arbeit wurden Gulag-Häftlinge eingesetzt. Versteckt in der Taiga ein Ort, der auf keiner Landkarte verzeichnet war. Eine geheime Stadt über der Erde und drei Plutoniumreaktoren tief in die Felsen gebaut. ~200 Meter unter der Erde ein Labyrinth von Straßen und Gängen. Das Werk sollte sicher sein vor amerikanischen Bomben, der größte unterirdische Nuklearkomplex der Welt. Zwei Reaktoren sind stillgelegt, seitdem ein russisch-amerikanisches Abkommen die Produktion von Plutonium verbietet. Aber ein dritter brütet immer noch. Elektrizität und waffenfähiges Plutonium. Es gibt keine Berichte von großen Katastrophen, wie bei anderen Waffenschmieden. Doch auf der Anfangszeit lastete der von Moskau diktierte Termindruck. Pavel Morozov war dabei. Die ersten Jahre des Betriebs waren
offen gesagt, schwierig. Da gab es viele Störungen der Anlagen. Die Brennstäbe waren instabil. Sie fielen aus, was zu Abschaltungen führte. Ich kann eine Zahl nennen. Bei einer Schicht kam es bis zu 4 oder 5 Abschaltungen des Reaktors. So viel gibt es heute im ganzen Jahr. Kein Außenstehender weiß, was wirklich im Werk geschah. Wie viel Verstrahlung in den Betrieb, wie viel in die Außenwelt gelangte. Die militärische Geheimhaltung war Schutzmantel für alles andere. Vom Wettrüsten blieben die Altlasten erhalten. 30 Tonnen waffenfähiges Plutonium liegen im Zwischenlager und 3000 Tonnen Brennstäbe. Generaldirektor Wassili Jitkov hat seinen Großkunden das Militär verloren. Seine Aufgabe, die Umrüstung auf Zeiten des Friedens. Er denkt an die Zusammenarbeit mit westlichen Atomkraftwerken, an Aufbereitung westlicher Brennstäbe. Opposition im eigenen Land fürchtet er nicht. Das Kombinat ist zunächst ziemlich geheim gewesen. Selbst in der nächstgelegenen Stadt haben viele nicht gewusst, was hier los ist. Manche haben es vielleicht geahnt. Dabei gilt, dass die radioaktiven Spuren unserer Arbeit sich bis zum Arktischen Meer ausbreiten. Zwar nicht in kritischer Masse, aber man kann es messen. Als wir begannen, den Schleier der Geheimhaltung zu heben, entstand eine grüne Bewegung. Möglicherweise aufgrund fehlender Kenntnis, wie weit dies hier gefährlich ist. Einige haben dadurch politisch Punkte gesammelt. Es hat so eine starke Welle gegeben. Heute ist das alles eingeschlafen. Schichtwechsel im Kombinat. Den Transport der Arbeiter besorgt ein werkseigener S-Bahn-Zug. Die Bauherren vor 50 Jahren hatten alles bedacht. In jedem Wagen ein Offizier vom Geheimdienst. Auch vor dem Heimweg wird kontrolliert. Sie sollen Spione entlarven. Nach 8 Stunden am Herd eines irdischen Höllenfeuers, Heimfahrt wie von einem gewöhnlichen Arbeitsplatz. ...9000 Menschen, die täglich zwischen dem Bunker und der geschlossenen Stadt pendeln. Die Stadt, in der sie leben, gehört zum Sperrgebiet. Selbst die leeren Waggons bleiben unter scharfer Bewachung. Im Reich des Kombinats besteht die Sowjetunion fort, und das in den schönsten Farben. Eine geschlossene Welt, aber den Nachbarn blieb die Wirkung nicht verborgen. Manchmal starben die Fische im Fluss, offene, kritische Fragen dazu, unvorstellbar in der Sowjetgesellschaft. Anwohner, beunruhigt durch Krankheitsfälle, wurden mit kleinen Vergünstigungen abgespeist. Mindestens ein Vorhaben der atomaren Geheimnishüter scheiterte am öffentlichen Widerstand. Das war die Zeit der Perestroika. Und Held der Geschichte ist Jura, von Beruf Hauptmann der Polizei. Mitten auf einem Feld jenseits des Flusses hatte das Kombinat mit dem Bau eines Endlagers für radioaktive Flüssigkeit begonnen. Dem Polizisten schwante Böses. Ihm ist es zu danken, dass aus dem Projekt eine Bauruine wurde. Jura wohnt in einem Dorf in der Nähe und man lernt, dass selbst in einer Landschaft von Verfall Kraft wächst zum Widerstand. An der Wand die 3 Ritter Russlands, die in die Zukunft schauen. Auf dem Tisch die Dokumente seines Kampfes. Jura traut dem Kombinat auch heute nicht. Viel werde noch geheim gehalten. Auch Berichte von Erkrankungen in der Bevölkerung. Zu wenig demokratische Kontrolle im Land. Wissen Sie, bei uns, das ist eine Demokratie auf dem Papier. Wir haben, wie man sagt, den wilden Kapitalismus. Da, wo es Geld gibt, da gibt es auch Demokratie. Derjenige, der mehr gibt, der hat recht. Sie sind wahrscheinlich Kommunist. Ich war nie im Leben Kommunist. 15 Jahre blieb ich Hauptmann bei der Miliz und wurde nicht zum Major ernannt.
Weil ich widersprach, hat sich der KGB mit mir befasst, weil ich nicht so dachte, wie die es wollten. Nein, ich war kein Kommunist. Abschied von Jura. Ein Polizeihauptmann, der Zivilcourage beweist. Rückkehr in die Provinzhauptstadt Krasnojarsk. Auf der Promenade am Fluss die Freude über das kurze Gastspiel des sibirischen Sommers. Der Platz vor dem Rathaus in mediterranem Licht. Und Musik natürlich. Sie gehört dazu, wo Russen fröhlich sind. Es ist die Zeit, in der man sich nicht mehr vermummen muss. Jedes Restaurant hat seine eigene Melodie. Die wahren Bilder einer Zeitenwende. Bierzelte und russische Lust am Leben. Vergessen die grauen Tage der Sowjetunion. Nicht Moskau, nicht einmal St. Petersburg können mit einer solchen Promenade glänzen. Der Jenissee lockt mit eigenem Charme.